Sie möchten den Türöffner einer Siedle In-Home Busanlage fachgerecht anschließen? Das ist nicht kompliziert und geht schnell. Sehen Sie selbst. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist. Verbinden Sie nun zwei Adern des Kabels, das zum Schaltkasten führt, mit dem Türöffner. Verschrauben Sie dafür die abisolierten Drähte in den vorgesehenen Verschlüssen. Verschrauben Sie den Türöffner mit dem Schließblech am Türblatt. Im nächsten Schritt stellen Sie die Verbindungen zu den Versorgungsgeräten her. Die Verbindungen entnehmen Sie dem Schaltplan in unserem Systemhandbuch. Nehmen Sie als erstes die Verbindung zwischen Videobusnetzgerät und Trafo vor. Das heißt, Sie bilden eine Drahtbrücke zwischen diesen beiden Versorgungsgeräten. Befestigen Sie dafür einen separaten Draht, zunächst in einer der Klemmen am Videobusnetzgerät, die mit TÖ gekennzeichnet sind. Das andere Ende des Verbindungsdrahts befestigen Sie am Trafo in der Klemme mit dem Kleinbuchstaben B. Verbinden Sie jetzt den Türöffner mit dem Trafo. Befestigen Sie den ersten, in unserem Beispiel den roten Draht des Türöffnerkabels in der Klemme des Trafos, die mit dem Kleinbuchstaben C beschriftet ist. Den zweiten Draht des Türöffnerkabels verbinden Sie mit dem Busvideonetzgerät. In unserem Beispiel ist das der blaue Draht, den Sie an der freien Klemme des Netzgeräts befestigen, die mit TÖ markiert ist. Damit ist die fachgerechte Verdrahtung des Türöffners abgeschlossen. Schalten Sie nun die Spannung wieder ein und machen Sie einen Funktionstest. So einfach ist es, einen Siedle-Türöffner anzuschließen.